Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stahl, Schere, Papier. Heute mal von außerhalb. Wir haben uns gedacht, wir nutzen die letzten Tage des Spätsommers im November, gehen mal raus und nutzen das schöne Tageslicht, Abendlicht für ein paar Aufnahmen für Stahl, Schere, Papier. Wir haben einige Punkte abzuarbeiten. Es gibt einige Neuigkeiten, ein paar spannende Sachen zu erzählen. Und der erste Punkt, hier draußen zu sein, ist eigentlich ganz angemessen, denn wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, haben wir enormes Glück gehabt. Wir haben uns vor ein paar Wochen darüber gefreut, dass das Panzermuseum 8 Millionen Euro bekommen sollte vom Bundesverteidigungsministerium. Diese Summe ist jetzt erhöht worden. Wie beschreibe ich das jetzt? Als wir von einem halben Jahr gebeten wurden, mal zu überschlagen, was wir bräuchten, damit dieses Museum langfristig gut funktioniert, haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben eine Planung gemacht, die in erster Linie das Bewahren zum Kern hatte. Also den Gedanken, wir müssen die Fahrzeuge, die hier in diesen Hallen stehen, die älter sind zum größten Teil, für lange Zeit gut bewahren können. Sie sollen nicht rosten, sie sollen keine anderen Schäden davontragen, sie sollen in einer vernünftigen, klimatisierten Umgebung stehen und bewahrt werden für lange Zeit. Erst danach kommen so Ideen wie die Ausstellung auch noch zu verbessern, moderner zu machen, mehr Geschichten zu erzählen. Das sind Sachen, die mir persönlich besonders am Herzen liegen, gebe ich ganz offen zu. Aber all das geht nur, wenn man die Objekte bewahrt. Ein Museum erzählt mit Objekten, keine Objekte, kein Museum. Die Minimallösung, die dazu nötig gewesen wäre, die war irgendwo so bei 8 Millionen Euro. Das kam schon ziemlich genau hin. Die Minimallösung wäre gewesen, wir reißen die drei ganz alten Hallen ab, die ältesten Hallen des Museums, die sozusagen den Kern und die Urzelle bilden, bauen da eine neue Halle hin. Das musste sein. Das musste auf jeden Fall sein, weil diese alten Hallen, ja, die waren oder sind so dermaßen löchrig und abgängig, dass da nichts mehr mitzumachen ist. Also die mussten auf jeden Fall weg. Dann brauchen wir ein kleines Bürogebäude, weil wir in diesem Museum einfach keine Büros haben. Als das Museum gegründet wurde und geplant wurde und auch weiterentwickelt wurde, gab es halt viel weniger Personal als heute. Also brauchten wir noch ein paar Büroräume. Und das wäre es fast gewesen. Und dann hätte man noch die Ausstellung erneuert, also hätte eine neue Geschichte erzählt, die Fahrzeuge umgestellt und so weiter und so fort. Das wäre die kleine Lösung gewesen, die wir uns gewünscht hätten. Das wäre das Minimum gewesen, das Museum wirklich gut am Laufen zu halten. Das wären die 8 Millionen gewesen. Natürlich sind wir gleich angetreten und haben gesagt, na gut, wir können natürlich auch mal aufschreiben, was wir bräuchten, damit das Museum noch besser läuft langfristig. Denn die ganz alten Hallen müssen auf jeden Fall weg. Aber die Hallen, die Sie jetzt hinter mir sehen, die sind aus derselben Substanz. Die sind besser ausgefüllt, die sind mit ein paar baulichen Tricks verbessert worden. Die sind haltbarer, die sind nicht so schlecht wie die ganz alten Hallen. Aber auch sie werden mittelfristig, langfristig denselben Status erreichen und irgendwann kaputt sein. Das bedeutet, diese Hallen abzubauen und durch eine neue, große, silberne zu ersetzen, wäre auch eine tolle Sache gewesen. Das war also der nächste Wunsch auf unserer Liste. Noch davor hätte aber gestanden, eine zentrale Klimatisierung einzubauen. Denn das Hauptproblem, was wir bei diesen Hallen haben, oder überhaupt im ganzen Museum haben, ist, dass die Luft ständig entweder kalt oder heiß ist, sie ist feucht oder trocken und der Wechsel macht die Fahrzeuge fertig. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, sind Hallen, die natürlich architektonisch erstmal dicht sind und schön, das ist für die Ausstellung wichtig, die dann aber auch ein reguliertes, ein geregeltes Klima in sich haben. Und dafür braucht man eine ziemlich große Anlage, auch eine relativ komplexe Anlage. Wir reden hier nicht über Wohlfühlklima, sondern es muss musealen Standards entsprechen. Also haben wir die auch noch mit auf die Liste gesetzt. Die muss zentral eingebaut werden und in alle Hallen versorgen, das ist nicht so einfach. So, und wenn man das alles zusammengerechnet hat, dann kam man auf 20 Millionen Euro, also 19,3 Millionen Euro. Da drin ist immer noch eine sehr bescheidene Ausstellung. Die Ausstellung, die wir neu gestalten wollen, hat sich in dieser großen Lösung nicht verändert. Also dafür sind ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro vorgesehen. Das ist sehr, sehr wenig, weil wir halt erstmal gesagt haben, wir fangen klein an und hoffen, dass wir damit durchkommen. Wenn wir mehr Geld kriegen, muss es auf jeden Fall erstmal in die Bewahrung gehen. Und die 2 Millionen reichen auch für eine vernünftige Ausstellung. Es wird halt kein fancy Bling-Bling mit überall laut und bunt, sondern es wird seriös und sachlich. Und das ist unserem Thema sowieso angemessener. Und dass zwischen den gestalteten Bereichen große Flächen liegen, in denen einfach nur Autos stehen, ist auch für so ein Haus wie das unsere akzeptabel und normal. So, jetzt haben wir diese 8 Millionen zugesprochen bekommen und gesagt, gut, das ist ein guter Anfang, damit legen wir los. Und in 10 Jahren kümmern wir uns dann um die nächsten Schritte, die Hallen abzureißen oder die Klimaanlage einzubauen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber natürlich, immer wenn wir gefragt wurden, gesagt, eigentlich brauchen wir die größere Summe. Eigentlich ist es wichtig, die größere Summe in die Hand zu nehmen. Wenn man jetzt schon anfängt, dann kann man es auch gleich richtig machen. Gleichzeitig haben offenkundig unsere politischen Fürsprecher in Berlin dasselbe getan, haben dieselbe Überzeugungsarbeit geleistet
Und man ist gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass, wenn wir das Ganze schon anfassen, die Summe auch dementsprechend sein muss, damit sich der Grundaufwand lohnt. Also wenn man einmal anfängt, das Ganze zu machen, dann sollte man es lieber richtig machen, anstatt in 2, 3 kleineren Schritten immer wieder die Grundlagenarbeit neu schaffen zu müssen. Das hat wohl verfangen, denn in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, auf die wir eigentlich nur gewartet haben, um zu erfahren, ob wir die 8 Millionen bekommen, wurde beschlossen durch unsere Parlamentarier, dass wir jetzt 19,3 Millionen bekommen sollen. Also die große Lösung. Also Abriss der 3 kleinen Hallen, Abriss dieser Halle, Neubau der Hallen, Neubau der Büros, Gestaltung des Außenbereiches gehört logischerweise auch dazu und Einbau der Klimatisierung. Wow. Wir konnten es ehrlich gesagt erstmal gar nicht fassen. Wir sind immer noch ein bisschen, tun es immer noch schwer, das zu fassen. Haben aber mittlerweile auch aus dem Ministerium gehört, dass jetzt auch die Umsetzung, von der ich im letzten Video noch gesagt habe, dass sie nochmal schwierig wird, auch kein Problem mehr ist, weil mit dem neuen Beschluss gleichzeitig die Art und Weise, wie das Geld von A nach B fließt, nämlich von dem, vom Verteidigungsministerium und dessen Haushalt in dieses kommunale Museum, ist durch die entsprechenden verwalterischen Vorgänge bereits erledigt worden. Auch einfach ohne unser Wissen sozusagen. Das heißt, wir haben gleich doppelt gewonnen, seien wir mal so ehrlich. Also wir freuen uns sehr. Ja, wir haben gleich doppelt oder es wurden gleich doppelt beide Hindernisse aus dem Weg geräumt und jetzt stehen wir da mit einer Zusage für 20 Millionen Euro, dieses Museum so umzubauen, dass es wirklich langfristig das tut, was es soll, nämlich die Objekte bewahren und mit den Objekten eine Geschichte zu erzählen. Und das ist wahnsinnig aufregend. Wir sind sehr gespannt. Und wir werden tatsächlich zu diesem Zweck jetzt auch anfangen, und zwar nächste Woche schon, Videos zu drehen über die Umbauphase. Das heißt, diese Stahlschere-Papierformate wird es weiterhin geben mit all den Kleinigkeiten aus dem Alltag. Aber es wird auch immer einzelne Folgen geben dazu, wie der Umbau vorangeht. Das bedeutet, wir fangen jetzt nächste Woche mit einer Folge an, in der ich erstmal erkläre, wie wir die Grundlagen dafür schaffen, die neue Ausstellung zu gestalten. Weil aus verwalterischen Gründen mit dem Bau erstmal nichts passiert. Das heißt, wir fangen damit an. Aber wenn es dann losgeht mit, wie sollen die Hallen aussehen? Wo sind die Probleme? Was wird geliefert? Was wird abgerissen? Wo streiten wir uns? Wo gibt es neue Ideen und so weiter? Halten wir sie hier immer auf dem Laufenden, erzählen die ganze Zeit, was passiert. Und es wird bestimmt kein wöchentliches Vlogging. Das wäre ein bisschen viel, aber so alle 2 Wochen wäre schön, monatlich mindestens, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind, was wir entscheiden und warum wir das entscheiden. Gut, genau, das ist der Stand der Dinge und wir freuen uns drauf und sind ganz gespannt. Und ja, für uns beginnt jetzt eine große Zeit und wir hoffen, Sie begleiten uns dabei. Und wir hoffen, Sie sind mit dem Endprodukt zufrieden, denn das, was wir jetzt auf die Beine stellen, das ist für die Leute hier im Museum und alle, die uns unterstützen im engsten Umkreis, wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Zeitplan ist jetzt übrigens auch klar damit, eindeutig. 2019 geht es los mit allen Planungen und Vergaben und dann wird es 2020, 2021 die großen Bauarbeiten geben und 2022 wird dann die Innengestaltung beendet werden und das Museum wieder eröffnet werden. Wir machen ja gar nicht ganz zu, aber es wird dann wieder richtig für den Regelbetrieb eröffnet werden. Das führt uns auch gleich zu Punkt 2 der Neuigkeiten. Es wird nächstes Jahr wieder eine Modellbaumesse geben. Hooray! Wir haben ja gelernt aus dem Debakel würde ich es nicht nennen, aber aus unserer vorsichtigen Planung von 17 auf 18. Wir haben die Modellbaumesse damals ausgesetzt, weil wir dachten, hey, vielleicht klappt alles super schnell und vielleicht können wir schon die ersten Bauarbeiten machen tatsächlich in der Zeit, wo die Modellbauausstellung hier wäre. Das ist nicht eingetreten, das heißt, wir hatten das schlechteste beider Welten, keine Modellbauausstellung und keine Bauarbeiten. Jetzt sind die Bauarbeiten für nächstes Jahr sicher, aber wie gesagt, erst ab Ende des Jahres, Oktober, November, werden wir anfangen, irgendwie Sachen abzureißen. Vorher nicht. Und das bedeutet natürlich, Sie hören die typische Munsteruntermalung wahrscheinlich, Artillerieschießen. Nochmal. Das bedeutet, wir können die Modellbauausstellung machen und das haben wir im September schon antizipiert und die entsprechende Printwerbung vorbereitet und die Flyer gemacht und die Plakate gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, die Vorbereitung läuft jetzt auch. Das war ja letztes Mal das Problem. Und das bedeutet, die Modellbauausstellung zu Pfingsten findet statt. Für die, die es nicht wissen, die Modellbauausstellung ist die größte Militärmodellbauausstellung in Deutschland. Soweit ich weiß, man möge mich korrigieren, aber ich glaube, es ist mittlerweile die größte. Sie ist eine auf jeden Fall sehr langjährige Veranstaltung, nämlich 20 Jahre lang war sie schon immer hier im Munster im Panzermuseum zu Gast. Wir selber machen das nicht. Das sind zwei sehr ehrenwerte, sehr umtriebige Organisatoren, die das alleine machen. Aber wir sind die Gastgeber. Mehr machen wir gar nicht. Und es kommen wirklich Hunderte von Ausstellern und Tausende von Besuchern. Also es ist eine sehr große Veranstaltung. Das ganze Museum wird vollgestellt sein mit Tischen und Präsentations,
Installation von ganz kleinen Fahrzeugen bis zu riesigen ferngesteuerten schweren Fahrzeugen, von kompletten Dioramen bis Einzelteilen ist alles da. Alle Kriege werden abgedeckt, auch die Fantasy-Reiche werden abgedeckt. Das ist eine wirklich spannende und sehr breit aufgestellte Geschichte, die wir einmal im Jahr zu Gast haben. Und wir freuen uns, dass das dieses Jahr wieder klappt. Voraussichtlich wird es dann das Jahr drauf wieder nicht klappen. Es ist alles ein bisschen hin und her, aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Es ist, wie es ist. Wir versuchen, möglichst alles möglich zu machen, aber es klappt nicht immer. Dieses Jahr klappt es und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir auch eine Ersatzlocation in Munster. Schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall die Neuigkeit. Modellbauausstellung am Pfingstwochenende 2019 findet statt. Führt uns zur nächsten Neuigkeit. Hobbykommandanten. Der Aufnahmestopp für Hobbykommandanten, den es gab, der ist aufgehoben. Die Hobbykommandanten sind ja unsere Ehrenamtlichen hier im Panzermuseum. Sie finden alle Informationen, die Sie brauchen, wenn Sie mithelfen wollen, auf unserer Homepage, alle Kontaktdaten. Das wird über die Bundeswehr organisiert. Diese ehrenamtlichen Hobbykommandanten sind vollkommen unverzichtbar. Das gesamte Museum würde überhaupt nicht funktionieren ohne diese Hobbykommandanten. Wir sind für die Arbeit sehr dankbar. Wir verlassen uns drauf und versuchen im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, sie immer dann vorzustellen, wenn wir können. Also beispielsweise jetzt. Und die Hobbykommandanten brauchen jetzt Verstärkung. Es ist so organisiert, dass diese Ehrenamtlichen das Wissen über die Fahrzeuge, das da ist, intern weitergeben. Natürlich von den älteren Diensterfahrenen an die jüngeren. Und das muss jetzt mal wieder passieren. Momentan ist es so, dass ein sehr eingespieltes Team da ist, das aber eben nicht jünger wird und jetzt Nachwuchs braucht, um sein Wissen weiterzugeben. Was die Hobbykommandanten also suchen, sind eher jüngere Leute, damit eine gewisse Langfristigkeit gegeben ist. Und damit meinen wir aber, wie beim Ehrenamt, ganz oft so 40, 50. Wir meinen jetzt nicht unbedingt 20, obwohl das toll wäre, aber es ist nicht nötig. Und es müssen Leute sein, die eine irgendwie einschlägige Vorbildung bereits haben. Also sei es jetzt Kfz oder Schlosserei oder Idealfall natürlich sogar Panzermechaniker oder sonst irgendwas, Panzerfahrer ehemals oder aktiv, ganz egal. Also irgendwas, was einschlägig bereits eine gewisse Grundlage bildet für das, was hier getan werden soll, damit der Wissenstransfer schneller passieren kann. Der Vorgang ist dann so, dass Sie sich bewerben, wie gesagt, Kontaktdaten alle auf unserer Website, und dann werden Sie ein paar Mal hier mitarbeiten, sozusagen, damit man sich gegenseitig beschnuppern und kennenlernen kann. Und dann fangen Sie an, in einem Team an eigenen Fahrzeugen zu arbeiten, für die Sie sozusagen die Patenschaft übernehmen. Diese Treffen sind immer am ersten Donnerstag eines Monats. Man muss nicht immer dabei sein, aber man sollte schon regelmäßig dabei sein. Das heißt, so sehr wir schätzen, wenn Leute aus München das machen möchten, wer einmal im Jahr kommt, ist dem Team nicht so nützlich wie jemand, der fünfmal im Jahr kommt. Das heißt, die wenigen Plätze werden natürlich danach vergeben, auch ein bisschen, wie viel Arbeitskraft zu erwarten ist, weil eben das Ehrenamt auch was bringen muss. So ehrlich müssen wir sein. Die Fahrzeuge müssen gepflegt werden, die Arbeitsstunden müssen gemacht werden. Genau, das ist die Vorrede. Also Leute mit Vorkenntnissen aus der Region oder die bereit sind, jedes Mal weit zu fahren, die sind die, die die Hobbykommandanten suchen. Also Aufnahmestopp aufgehoben. Bewerben Sie sich, wenn Sie Interesse haben. Das Team ist sehr offen und sehr aufnahmebereit. Wenn Sie was drauf haben, sind Sie herzlich willkommen. Eine Sache, die wir jetzt auch in nächster Zeit machen wollen, ist, dass wir die Tatsache, dass wir jetzt viel mit Büchern arbeiten müssen, nutzen wollen, um Sie zu bereichern mit Wissen über Panzer und Panzergeschichte, beziehungsweise die Möglichkeit, Ihnen zu geben, noch mehr nachzulesen, als Sie wahrscheinlich so ohnehin schon wissen. Wir nehmen jetzt die Bücher in die Hand und arbeiten sie durch für die neue Ausstellung. Wie wird Inhalt der ersten Folge des Umbau-Videologs sein? Aber wir nehmen sie halt in die Hand, wir lesen sie ohnehin. Das bedeutet, es bietet sich ja an, mal kurz darüber zu sprechen. Das hatten wir sowieso schon lange vor, aber das ist eins von diesen Projekten, was immer wieder hinunterfällt, weil gerade immer irgendwas anderes wichtig ist. Jetzt machen wir das. Das bedeutet, die Bücher, die wir lesen, fassen wir in kurzen Videos für Sie zusammen und sagen am Ende Daumen hoch, Daumen runter oder irgendwie in der Mitte und aus welchen Gründen wir das so sagen, das werden wir Ihnen auch erklären. Und um uns selber so ein bisschen unter Druck zu setzen, damit wir auch ein bisschen in die Puschen kommen müssen und das auch nicht vergessen, werde ich diesmal gleich sagen, welches Buch wir als erstes rezensieren werden. Und das sollte bei unserer Fan-Community auf einigermaßen Zustimmung treffen. Das ist nämlich, jetzt gucke ich auf mein, jetzt müsste man sehen, Rolf Hilmes 100 Jahre Panzer. Ein relativ neues, also aus diesem Jahr, ein neues Werk über die technische Entwicklung des Panzers in den letzten 100 Jahren. Sehe gerade, erschienen 2017, mein Fehler. Betrachtungen zu Meilensteinen bei der Entwicklung der Panzerkonzepte und der Baugruppentechnologie.
gegliedert nach der heiligen Dreifaltigkeit, Feuerkraft, Beweglichkeit, Schutz, ergänzt um die Führbarkeit. Das bedeutet, schmales Buch, gewichtiger Inhalt. Eigentlich riecht das nach einem guten Standardwerk zum Einstieg für diejenigen, die grundsätzlich wissen wollen, wie sich diese heiligen drei Faktoren des Panzerbaus zueinander verhalten. Ob das so ist, ob das gehalten wird, das werden wir Ihnen erzählen, wenn wir es gelesen haben. So, als letzte Neuigkeit aus dem Hause, Besucherzahlen. Besuchszahlen, wie es eigentlich heißt, denn manche Menschen kommen ja öfter, Besuchszahlen sind immer wichtig für die Träger, für diejenigen, die im Tourismus arbeiten, für diejenigen, die über Gelder entscheiden. Und so haben sich Besuchszahlen eigentlich völlig zu Unrecht in den letzten 40 Jahren zu so einem Hauptmarker für den Erfolg von Museen entwickelt. Was eigentlich genau genommen Quatsch ist, weil Sie ja auch wissen, dass McDonald's nicht das beste Essen macht und die Bild-Zeitung nicht die beste Zeitung ist. Aber sei es, wie es sei. Denn es stimmt ja auch gleichzeitig, was nutzt die tollste Ausstellung der Welt, wenn niemand sie sieht? Also Besuchszahlen sind schon auch wichtig, die Vermittlung soll ja auch jemanden erreichen. Wir knacken diese Woche wieder die 100.000. Das bedeutet, wir sind auch dieses Jahr wieder in der Liga der 5% besuchsstärksten Museen in Deutschland. Darüber freuen wir uns sehr. Wir merken drei Dinge dieses Jahr. Die Modellbauausstellung fiel weg, das heißt, uns sind ungefähr 2.500 Besucher dadurch weggebrochen. Wir merken, es gab einen unglaublichen Sommer. Unglaubliche Sommer laden nicht dazu ein, ins Museum zu gehen, es sei denn, sie sind klimatisiert und gekühlt, aber das sind wir ja nicht. Und wir profitieren normalerweise besuchermäßig auch von den Leuten, die in der Heilregion sind und dann vielleicht mal einen Tag ins Museum gehen, weil es regnet oder so. Wenn es nie regnet, geht auch keiner ins Panzermuseum. Ist nicht kompliziert. Da ist uns einiges weggebrochen. Es ist uns bestimmt auch ein bisschen was weggebrochen, weil nicht so richtig klar war, ob wir umbauen, ob wir nicht umbauen, ob wir aufhaben, ob wir zuhaben. Und was ich persönlich auch glaube, es wird langsam Zeit, dass dieses Museum umgebaut wird und neue Geschichten erzählt, mehr Geschichten erzählt, weil wir einfach die letzten Jahre so viele Besucher durchgeschleust haben, im besten liebevollen Sinne, dass wir jetzt was Neues bieten müssen langsam. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Ausstellung modernisiert werden muss. Ich glaube, mancher kommt auch kein zweites Mal her, weil es zwar eine tolle Sammlung ist, das ist keine Frage, die Panzersammlung ist famos, aber das Museum jetzt nicht so attraktiv ist, wie man es heute eigentlich erwartet. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich so bei 102.000, 103.000 Besuchern rauskommen, toi toi toi. Das ist eine Abnahme um, ich glaube, 5 oder 6%, was auch okay ist, weil es zum Beispiel auch mit dem bundesweiten Trend übereinstimmt. Da gehen die Besuchszahlen in den Museen momentan auch zurück. Also alles in allem deutlich erklärbar, aber nichts, was uns zufrieden oder glücklich machen kann. Und damit noch ein Ansporn mehr, noch ein Tritt in den Allerwertesten mehr, diesen Umbau jetzt anzugehen, ein richtig cooles Museum hinzuklotzen, das die Besucher quasi wie ein Magnet anzieht. Ein besseres Schlusswort gibt's nicht. Vielen Dank. Tschüss.